Hallo liebe Filmliebhaber und herzlich willkommen bei Takeoff Media. Bei uns ist Hollywood zu Hause und die Frage ist, wie viel Hollywood zu Hause Feeling bietet eigentlich Sonys nagelneu entwickelter XW5000ES-Projektor, für den der japanische Unterhaltungselektronik-Gigant die Werbetrommel sehr fleißig gerührt hat. Da wurde sehr viel versprochen, sehr interessante Details offenbart, technischer Natur, man verspricht den Kunden ein exzellentes, noch nie in dieser Preisklasse dagewesenes Filmerlebnis. Gleichzeitig ist es aber so, wenn wir mal ganz nüchtern uns den Projektor anschauen, ja, 2000 Ansilumen sind okay, das reißt jetzt noch niemanden so wahnsinnig vom Hocker. Es ist das Gesamtpackage, was wir uns anschauen müssen. Denn dass es dort nicht nur Licht gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch Schattenseiten in dem Projektor zu finden sind. Thema Objektiv, Thema 3D. Thema Preis. Er kostet ja auch nur in Anführungszeichen 1000 Euro weniger wie bisher der VW 590. Und in dem Video checke ich zusammen mit Ihnen, was bietet eigentlich Sonys neuer 6000 Euro Projektor? Kann er mit seiner neuen Ausrichtung überzeugen? Oder ist es so, dass der eine oder andere Filmenthusiast dann doch wehmütig den vergangenen Gerätegenerationen nachschaut? Viel Spaß mit dem Video. Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Endlich haben wir hier mal ein Gerät vor uns stehen, welches direkt auf den allerersten Blick. Und dafür bediene ich mich hier kurz wieder eines Handys, welches direkt auf den allerersten Blick wirklich richtig neu aussieht. Wo man nicht das Gefühl hat, wir gucken jetzt hier eine Evolution an von vergangenen Geräten bzw. aufgefrischten Geräten. Das hier ist wirklich eine komplett neue Chassis-Grundlage. Erinnert so ein bisschen an den VW 790, so ein bisschen aus diesem, oder 890, so halt in diesem Profi-Style. Ich persönlich finde es eigentlich ganz schön, dass wir hier nicht mehr diese extrem anfällige Oberfläche hatten von VW 590 und Co. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, super hochwertig wirkt das jetzt auch nicht unbedingt im Sinne von extrem massiv und schwer und solide. Die Geräte sind vergleichsweise leicht. Gerade wenn man es zum Beispiel mit dem 590er vergleicht, der ja, wird man im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen, der ja eigentlich der gedankliche Vorgänger war, ist der hier doch ein gutes Stückchen leichter, kleiner geworden. Sony vermarktet uns das Ganze als nachhaltig. Wie nachhaltig der Projektor ist, das wird sich zeigen in Bezug auf die Langzeitqualität. Weil, sind wir ganz ehrlich, in Bezug auf die Langzeitqualität gab es Fälle, wo wir bei den Vorgängergeräten Probleme hatten, je nach Konstellation und Anwendungsfall. Sony legt allerdings Wert darauf, dass das Einzelfälle sind. Fakt ist, das hier ist zum Großteil komplett neu entwickelt. Wie langzeitstabil und somit auch nachhaltig die neue Serie wirklich ist und jetzt nicht nur damit punktet, dass man in irgendwelche Marketingmaterialien reinschreiben kann, er ist leichter, er ist kleiner, die Verpackung ist kleiner und deswegen klebt man sich hier ein Öko-Label drauf, auch weil es hier ein Laserbeamer ist. Das ist mir noch nicht vollständig genug. Da muss der erstmal den Beweis antreten, dass er wirklich die proklamierten Einsatzzyklen oder die Einsatzdauer gut übersteht. Immerhin gibt es bei Sony die Möglichkeit, für verhältnismäßig faires Geld den Projektor um weitere 2 Jahre auf die Garantiezeit zu verlängern, um dann insgesamt bei 5 Jahre zu liegen. Trotzdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, während ich hier nochmal ein paar Details abfilme, hier gerade von dem Innenleben, beziehungsweise Innenleben nicht, sondern diesem Lüftungsbereich. Trotzdem möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass es einen kleinen Grund zur Beunruhigung gibt, wenn man sich im Handbuch mal diese Seite anschaut. Da steht nämlich versteckt drin, dass hier durchaus auch Probleme lauern könnten, wenn man den nicht intensiv genug nutzt. Ja, und es ist auch keine offizielle Kontrastangabe irgendwo auf der Webseite zu finden, sodass man jetzt im Zweifelsfall gar nicht wirklich eine zugesicherte Eigenschaft im Sinne
der Produktqualität hat. Also da müssen wir erstens mal abwarten, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Aber ich möchte es jetzt auch nicht zu groß hier auf die Fahnen schreiben. Fakt ist, wir freuen uns, dass der 5000er da ist. Meiner Meinung nach hatte Sony mit dem 590er und zuletzt mit dem 290er, lassen wir mal das Thema Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ausgeklammert, grundsätzlich gute Projektoren am Start. Aber nicht unbedingt Projektoren, die jetzt in den letzten Generationen immer die Standards gesetzt haben. Wenn ich da an den N5 erinnere, der vor drei Jahren rausgekommen ist, meine ich zumindest, hier mit dieser ganzen Virusgeschichte, ist das Zeitgefühl ziemlich weg. Auf jeden Fall, als der N5 rausgekommen ist, dann mit dem Frame-Adapt-Modus und dann mit dem Home-Theater-Optimizer, da hat er meiner Meinung nach die Sony schon unter Zugzwang gesetzt. Und dann auch jetzt hier mit der neuen Generation NZ7 und Co., 48 Gigabit Processing, 8K E-Shift, Laser, das sind Sachen, die haben wahnsinnig gezogen. Und im Zuge der Projektorvorstellung von JVC Ende 2021 habe ich so ein bisschen aus Sony-Ecken rausgehört, dass man dann doch schon ein bisschen nervös wurde, weil JVC einen großen Sprung gemacht hat, den man so bei Sony wohl nicht erwartet hat. Und das ist jetzt die Antwort drauf, die uns als Heimkino-Enthusiasten, da zähle ich mich als Händler genauso dazu, ja einfach nur recht sein kann. Und der 5000er verspricht an vielen Punkten einfach mal komplett mit den Konventionen seines Vorgängers zu brechen. Wie gesagt, es ist jetzt ja nicht nur die Optik, und den gibt es übrigens auch noch in Weiß. Blende ich hier mal noch ein paar Bilder ein. Sieht auch sehr elegant aus. Wird sich zeigen, wie langzeitstabil das Weiß ist. Bei vielen Projektoren wird das im Laufe der Zeit schnell mal ein bisschen gelblich, aber das muss jetzt nicht auch für den Projektor gelten. Was hier natürlich wahnsinnig auffällt, wenn wir den anschauen. Es gibt einen Punkt, wo man dann doch Reminiszenzen haben an vergangene Generationen, wenn wir uns hier mal diesen Bereich anschauen. Das erinnert dann doch sehr stark an Sony HW40, 45, HW50, 55, 65 etc. mit dieser mechanischen Objektiveinheit. Hier hinten, da wird die Größe vom Projektor eingestellt, also vom Projektionsbild, und hier vorne der Fokus. Diese zwei Rädchen übernehmen den Lensshift. Und so viel vorweg, das ist gegenüber einem VW 590, der ja de facto nur, bitte nicht falsch verstehen, nur 1000 Euro mehr gekostet hat von der UVP, den ich jetzt einfach mal als Referenzquelle nehme, der 290er war drunter. Ein Nachteil in doppelter Hinsicht. Zum einen, wenn ich hier alles mechanisch einstelle, dann kann ich gar kein Lens Memory machen. Das ist ein Riesenthema, wenn Sie Breitbildleinwände haben. Da bringt der Projektor gar nichts. Sie können ja schlecht jedes Mal aufstehen und hier beim Projektor hier rumredeln und hier. Und mir geht es immer so, wenn ich allein irgendwo den Projektor installiere, auch jetzt hier beim Testen, selbst mit einem Opernglas, trotz Brille, man kriegt es allein einfach nicht perfekt hin, den Beamer 100% crisp einzustellen. Man braucht immer zwei Personen. Wenn man das einmal macht und so wie hier mit einer 16:9 Leinwand arbeitet, ist das womöglich okay. Aber es ist umständlich. Gleichzeitig ist die gesamte Optikeinheit viel weniger variabel und flexibel als das, was wir von den Vorgängergeräten kennen. Sprich, der Lensshift arbeitet weniger weitläufig. Der Zoom arbeitet ebenfalls weniger variabel. Das heißt, bei vielen Konstellationen kriegen Sie mit dem Projektor das Bild schlechtweg nicht groß genug. Unterstützt wird das Problem, was wir im Objektivbereich haben, davon, dass die Panels, die hier drin sind, zu den Vorteilen und den Neuerungen kommen wir gleich, aber erstmal kurz diese Kritikpunkte, wenn wir sachlich aufarbeiten. Die Panels haben nicht mehr diese von der Profi-Kino-Welt übernommene Formateinheit mit 4096 Pixeln in der Breite, wo man zur Not noch ein bisschen schummeln konnte. Man konnte das Bild ein bisschen in die Breite rechnen, um zumindest bei Breitbildleinwänden noch ein bisschen mehr an Bildbreite zu bekommen in engen Installationen. Das gibt es hier gar nicht mehr. Der hat das UHD-Format, die 3840 Pixel in der Breite. Weil, und jetzt kommen wir zu den Neuerungen, hier nicht nur das Gehäuse neu ist, sondern auch sehr viel von den wirklich relevanten Punkten. Wir haben eine Laser-Engine drin, die hier eine nochmals etwas höhere Lichtleistung bietet als beim VW 590. Aber es ist jetzt nicht so der große Grund, jetzt hier aufs neue Gerät zu gehen.
Sony hat auch mir im Vorfeld als Händler gesagt, Lars, da kommen ultra geile Geräte. Jeder, der die vorher gesehen hat, fällt vom Glauben ab. Das glaubst du nicht, was der für ein Bild macht, weil, und jetzt kommen die Punkte, die uns immer hingeworfen wurden zum Anfüttern, neue Panels, dass das komplett auf einen großen Gamut hin optimiert wurde. Also große Farbreichweite oder Farbdarstellungsrange bei DCI-P3, also bei UHD-Scheiben. Gleichzeitig legt man großen Wert drauf, dass durch die neuen Panels auch noch mal viel optimiert wurde, was das Wire-Grid betrifft, was den ganzen Kontrast betrifft. Schade nur, dass eben keiner im offiziellen Datenblatt drinsteht. Und dass, obwohl die Optik an einen etwas älteren Beamer oder eine Beamer-Reihe aus dem niedrigen Preisbereich optisch erinnert, legt man sehr großen Wert drauf, dass das hier komplett neu entwickelt ist für 4K. Das heißt, das, was wir hier außen sehen, ist lediglich die Sony-Handschrift, wie man halt eben mechanische Objektive baut, nicht aber exakt die gleiche Einheit, die wir in den Modellen HW65 und Co. schon kennen. Interessant ist, wenn man diese Optik vergleicht mit dem Objektiv, was man zum Beispiel im XW7000 finden oder dann auch in dem 890er, der übrigens weiterläuft, stellt man fest, dass man hier weniger optische Elemente drin hat. Also es wird ein etwas geringerer Aufwand betrieben. Trotzdem wird Sony nicht müde zu betonen, wie viel Mühe man sich hier gegeben hat mit dieser optischen Einheit bei dem Projektor. Und zusammen mit dem Processing, was ja einen ganz gewichtigen Teil von der Bildqualität ausmacht, gerade zu Zeiten von HDR, hat man sich gesagt, okay, wir hatten in den 290ern und 590er Beamern das X1 for Projector drin, diese Berechnung, die damals neu gepriesen wurde mit den Dynamic HDR Enhancer. Dieses Jahr, beziehungsweise für diese Modellgeneration, hat man sich gesagt, okay, wir nehmen das X1 Ultimate Processing, welches man schon von dem GTZ 380 kennt, dem absoluten Traumprojektor, auch derzeit noch im Heimkinobereich, der einzige Projektor, der wirklich alles auf den Punkt bringt, voller DCI-Farbbereich, 10.000 Ansilomen, extreme Bildschärfe, ist vergleichsweise leise. Und damit sind wir hier beim nächsten Thema. Lautstärke. Ich gehe auf die Lautstärke in der Praxis nachher ein, aber so viel vorweg, dass ein Blick in das Datenblatt bzw. auf die Webseite lässt uns hoffen, dass der hier ziemlich leise ist. Und es geistern auch Gerüchte rum, dass der hier wassergekühlt ist. Exakt weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ich schraube jetzt die Beamer grundsätzlich nicht auf. Für mich zählt mittlerweile nur noch, was vorne rauskommt, wie er sich misst und so weiter. Und jetzt nicht, wo innen drin welcher Chip wie verbaut ist. Vom Grundprinzip stehen da 24 Dezibel drin. Ich finde ihn relativ laut. Und erst unter einer Schwelle von 60% der Lampenhelligkeit fängt er an, in den niedrigeren Step zu gehen. Vergleichsweise finde ich den XW7000 etwas leiser sogar. Aber wir gehen darauf im Praxisteil noch mal ein bisschen genauer ein. Und bei Interesse mache ich noch mal ein separates Special zum Thema Beamer-Lautstärken im Vergleich. Weil gerade wenn man es mit JVC vergleicht, ist jetzt die Frage, habe ich das jetzt mit E-Shift oder ohne, weil man dieses Zirpen hat. Und auch dort gibt es ja verschiedene Lampenmodi, verschiedene Modelle. Also es lässt sich schlecht über einen Kamm scheren. Aber im Wesentlichen ist das bei dem Projektor ein Thema, welches man jetzt nicht einfach mit, ah ja, der ist klein, der ist kompakt, der hat irgendwo eine Wasserkühlung, also ist der flüsterleise abtun sollte. Was mir noch aufgefallen ist, im Vorgriff auf die Messungen, die Sie gleich in der nächsten Rubrik sehen, und auch den Vergleichswerten in Relation zum VW 590, habe ich hier jetzt auch noch mal ein paar Messungen vorgenommen, was die Geschwindigkeit betrifft. Gerade in Bezug auf dieses X1-Processing. Und da ist mir aufgefallen, dass er ein sehr schneller Projektor ist. Also ich habe jetzt nicht 120 Frames durchgegeben. Er nimmt auch keine 8K-Signale an oder 4K mit 120. Also sprich, das ganze Thema 48 Gigabit geht hier komplett vorbei, genau wie auch 8K, was ich richtig finde. Denn wie wir nachher sehen, selbst die volle 4K-Bildschärfe ist noch keine Selbstverständlichkeit. Und wozu sollten wir 8K-Beamer haben oder hier vermarkten und manche Händler dann wieder ganz groß, kaufen Sie 8K und supergeil. Alles unseriös, solange wir noch nicht mal 4K perfekt scharf hinkriegen. Das geht nun mal für gewöhnlich nicht mit Optiken in dieser Preisklasse. Selbst wenn Sie einen VW 890 haben, kratzen Sie gerade mal an der vollen 4K-Auflösung. Also wirklich pixelscharf, wenn sie vorne an die Leinwand gehen. Und das ganze Thema wird sowieso gnadenlos überbewertet. Aber er ist ziemlich schnell. Wenn ich ihn jetzt mit 4K
60 oder mit 2K 60 Frames testest, sind wir hier bei 20 Millisekunden. Und das ist deutlich schneller als das, was die JVCs können. Auch wenn ich den Gaming-Modus abschalte und wir hier Motion Flow haben, die übrigens noch dieselbe Technologie ist wie bei den Vorgängergeräten, ist hier bei dem Projektor immer noch ein relativ hohes Geschwindigkeitsniveau vorhanden. So, jetzt gucken wir uns mal die Bildmessungen und erstmal nochmal die Bildschärfe an. Wir beginnen diese Rubrik mit einem Tipp. Wenn Sie so wie ich jetzt vor der Herausforderung stehen, wie kann ich jetzt alleine den bestmöglichen Schärfepunkt finden mit dem manuellen Objektiv, empfehle ich Ihnen hier so ein Handystativ. Ich finde die Dinger eh praktisch, aber na gut. Auf jeden Fall stelle ich mir das dann gerne mal hier hin, wenn es denn mal richtig steht, und zoome dann maximal rein. Richte mir das grob auf meinen Platz aus. Und kann dann am Gerät unten relativ gut erkennen, wo der ideale Schärfepunkt ist. Aber natürlich geht es zu zweit noch viel besser. So, gibt natürlich Schöneres und Praktischeres. Und ob das jetzt in der Preisklasse so angemessen ist, überlasse ich jetzt Ihrer Bewertung, beziehungsweise reden auch mal im Fazit drüber. Aber so ist es jetzt einfach mal. Wir schalten mal das Licht aus und nehmen mal das Ganze aus der Nahaufnahme auf. So, ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, dass das jetzt die absolut beste Bildschärfe hier ist, die ich einstellen konnte. Vergleichen Sie das später mal mit dem XW7000. Ich habe jetzt hier Reality Creation abgeschaltet, Schärfe so runtergeschaltet, also wirklich das maximal natürliche Bild. Und hier ist es grundsätzlich, mein Thema Konvergenz ist jetzt bei meinen beiden Modellen, das sieht man hier an dem Thema Grün und Rot, nicht wahnsinnig gut aus meiner Sicht jetzt hier auf diese Leinwand eingestellt. Erkennt man auch daran, dass wir hier, ich gehe da mal ein bisschen näher ran, einfach sowohl Farbeffekte haben, das ist das Thema Konvergenz, aber wir haben hier auch einen anderen Schärfepunkt, sprich hier verliert der Beamer dann wieder seinen Fokus in diese Ecke. Und ich habe es extra mit beiden Beamern gecheckt. Ja, hier sieht man es einfach, dass er da aufweicht. Auch hier verweise ich nochmal auf den XW7000 zum Direktvergleich, der hier schärfer durchzeichnet. Auch hier diese Darstellung, gerade bei dem E, da sieht man, das ist halt einfach hier bei diesem Exemplar nicht so ausgeführt, wie man es jetzt zum Beispiel hier vorfindet. Und so viel nehme ich mal vorweg und damit können wir es dann auch belassen. Ja, hier haben wir auch Effekte. Das ist halt beim XW5000 das Thema. Er hat nicht die Objektivqualität wie ein XW7000. Hier zum Beispiel achten Sie mal auf die Striche. Und das sieht man aus meiner Sicht mit den beiden Exemplaren, die ich hier habe, weil die sind da auf einem ähnlichen Niveau, sieht man aus meiner Sicht durchaus. Ja, hier nochmal zum Vergleich. Bildmitte. Ja, hier sieht man die Trennstriche schön scharf. Auch hier ist das grundsätzlich gut. Thema Konvergenz sehen wir dann hier mit dem Rot. Und dann gehen wir mal hier diese Pixelrasterung entlang im oberen Bereich.
Und hier. Löst sich dann die Rasterung etwas auf. Wenn Ihnen all das hier bekannt vorkommt, dann sind Sie Abonnent unseres YouTube-Kanals. Dafür gibt es von mir 2 Daumen nach oben. Für alle anderen, herzlich willkommen bei uns. Ein Klick unten in die Abo-Funktion plus Glocke sorgt dafür, dass Sie auch zukünftig nichts verpassen, wenn ich weitere Beamer teste und Sie sich dann auch hier bei uns heimisch fühlen. Denn wir haben hier wieder unser Spielstudio. Das benutze ich hier für solche Hardware-Messtests. Nachher sehen wir dann auch noch ein weiteres Studio, wo ich dann den Praxisbereich durfte. Aber hier mache ich jetzt mal eine Messung auf dieser ca. 2,40 Meter breiten Leinwand, VS Spalutto-Tuch Gain 1,1 Non-Akustik. Und wir gucken jetzt hier in Kelman rein, machen das Licht aus. Ja, und schauen wir mal, was jetzt hier beim XW5000 auf uns wartet. Der XW5000 läuft jetzt hier in den höchst und neutralst möglichen Standardeinstellungen. Bedeutet Referenzbildmodus, D65 Farbprofil, ohne Dynamikkontrolle, um einfach mal zu gucken, wo wir hier stehen. Und wir sehen hier jetzt schon eine interessante Erkenntnis. Wenn ich jetzt noch mal kurz umschwenke, so wirkt es ein bisschen persönlicher. Hier drüben, das ist ein Punkt, 163 Nits oder Candela auf Quadratmeter streng genommen, aber das ist identisch wie Nits, also 163 Nits. Habe ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet, denn ein NP5 liegt hier circa bei 150 Nits. Da verweise ich auf den Test, den es auch von uns schon vorher gab. Nur, dass der NP5 eben hier bei 0 und Y, also Y ist die Helligkeit und 0 ist 0% weiß, sprich das sollte schwarz sein, idealerweise 0,000. Das ist ja bei 0,020. Beim JVC NP5 lag das circa bei 0,009 oder 0,008. Klar gibt es immer eine Messungenauigkeit, aber man kann schon erkennen, dass der Sony, wenn es jetzt um das reine absolute Schwarz geht, so wie in der Sequenz gerade eben, das nicht ganz so dunkel kann. Der Wert ist trotzdem gut, aber nicht sehr gut, was das Schwarz betrifft. Helligkeit ist rund 10% höher. Allerdings muss man nachher gucken, was bleibt denn davon kalibriert übrig, weil wir sehen hier, ja, wenn wir hier die 100%-Marke haben, grün ist sehr gleichmäßig, rot nimmt stark ab, blau ist stark überstrahlend, sodass ich mal gucken muss, was passiert denn eigentlich beim Kalibrieren hier. Ein schneller Blick hier bei den Farben, ja, passt grob, da hat jetzt nichts wahnsinnig überstrahlt. Hier unten das Magenta ist ein bisschen in Richtung blau weggedriftet, aber für gewöhnlich alles easygoing, kalibrierbar bei BT709. Deswegen machen wir da jetzt auch keinen großen Aufhebens drumherum. Was wir jetzt machen, ist ein weiterer interessanter Check. Und zwar mache ich mit Ihnen jetzt einen Intraframe-Kontrast. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier, Adjust Luminance, in eine Messung, wo wir jetzt hier, ich stelle jetzt wieder um, dann sehen Sie auf die Leinwand. Jetzt passiert noch nichts, ich mache das Licht aus. Wo wir jetzt hier ein Checkerboard aufgeben. Das ist ein Messverfahren, welches ich für uns hier entsprechend standardisiert habe, wenn ich nicht gerade rumklicke. Ah, ja. Ich glaube, ich hätte jetzt hier, noch einmal. Finally, wir haben es. So, hier, willkommen beim Checkerboard. Und Sie sehen jetzt unten einen Wert von 2,1 Candela. Ich habe den Messsensor so ausgerichtet, dass er in der vertikalen perfekt in die Mitte misst und horizontal ebenfalls. Und jetzt werde ich die Lens-Shift-Funktion nutzen und wir werden mal gucken, was er denn gleichzeitig bei Schwarz und Weiß jeweils für Helligkeiten in den schwarzen und weißen Feldern hat. Ist jetzt hier leider sehr unkomfortabel, weil wir hier jetzt ein Rädchen entsprechend betätigen müssen. Also wir sehen, wir gucken einfach nach dem niedrigstmöglichen schwarzen Wert. Der ist bei 2. Ich rutsche jetzt hier ein bisschen rüber. Und Sie sehen, je näher wir an das Weiße rutschen. Und hier merkt man schon einen großen Vorteil von dem Sony. Er grenzt das sehr gut ab. Ich habe es leider beim NP5-Test, den wir veröffentlicht haben, noch nicht so öffentlich dokumentiert. Aber der fängt an den Rändern schneller an, im Schwarz aufzuhellen, wenn direkt daneben eine weiße Stelle liegt. Sie sehen, so jetzt kommt er und jetzt sind wir hier im Weißbereich.
wo dann interessanterweise eine sehr hohe Spitzenhelligkeit hat, die jetzt hier sogar höher liegt als beim Komplettweiß. So, ich glaube, das Maximale hat man hier so mit 171 irgendwas. Hat man sogar an der 172. Also das ist wirklich ein hervorragender Wert, den Sony uns hier präsentiert. Und damit liegt der XW5000, was diese Art des Kontrastes betrifft, an der absoluten Spitze der Beamer, die ich bisher im Test habe. Selbst vielfach teurere Projektoren, auch der XW7000 aus eigenem Hause, ist nicht besser, was das betrifft. So, jetzt habe ich meine Schnellkalibrierung gemacht. Nichts Weltbewegendes, aber man sollte sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Und deswegen willkommen hier wieder bei uns im Studio. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Licht aus. Und dann gucken wir hier mal, was bei rumkommt. Ach so, wir erinnern uns jetzt nochmal hier. Gucken wir nochmal einmal zurück. Also 0,020 Schwarzwert und 163 Nits an maximalem Weiß. So. Das war offensichtlich eine Fehlmessung, die machen wir nochmal. So dunkel ist der Beamer nicht. So 162, das ist gleich geblieben und wir sehen jetzt Schwarzwert verbessert und somit auch der Kontrast besser. Gleichzeitig die RGB-Balance deutlich optimiert, Gamma passt sowieso und auch die Farben sind jetzt deutlich optimiert. Deswegen ist eine Kalibrierung sehr sinnvoll und das Schöne ist, wenn Sie diese Art von Kalibrierung toll finden, bekommen Sie die bei uns sogar kostenlos, wenn Sie einen Beamer bei uns kaufen, individuell für Ihren Beamer. Das heißt, wir gehen dann miteinander nicht nur bei der Beratung durch, sondern ich erfahre dann von Ihnen auch, welche Leinwand Sie haben, Material, Bildgröße. Und dann mache ich Ihnen Ihr individuelles Testvideo von der Selektierung, dem Test bis hin zur Kalibrierung. Genau das, was Sie jetzt auf YouTube sehen, bekommen Sie später auch für Ihr Beamer, wenn Sie dann auch sehen, wie ich den hier für Ihr Kino optimiere. Ja, und das ist jetzt in der Summe ein wirklich ordentliches Ergebnis und Erlebnis, das geht man dann später durch, wie viel Erlebnis da rauskommt, aber grundsätzlich mal sehr solide, was hier an Kontrast rauskommt, jetzt auch auf diese Messreihe. Gut, gucken wir mal, was denn im HDR-Bereich passiert, was die DCI P3 Farbraumabdeckung betrifft. So, gerade eben hatten wir die Schokoladenseite vom Projektor mit dem Intraframe-Kontrast. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zur Achillessehne. Und zwar gucken wir uns jetzt die Farbraumabdeckung innerhalb von DCI an. Bei HDR verzichte ich jetzt drauf, hier irgendwelche EOTF-Geschichten zu messen, weil das ist mehr Einstellungssache als alles andere. HDR zu messen ist ein Stück weit schwierig, weil hier wahnsinnig viel von Bildgröße und Einstellung abhängig ist, weshalb wir das ja auch bei den Kalibrierungen, wie schon eben erwähnt, immer individuell betrachten. Aber ich lasse jetzt hier einfach mal durchlaufen, damit wir uns hier einen Eindruck holen, was da rauskommt. Sie können auch gern wieder hier auf die Leinwand schauen. Da läuft jetzt hier nichts wahnsinnig Spannendes durch. Einfach mal ein paar Graustufen. Das ist jetzt hier auch wieder der absolute Standardmodus, Referenz ohne Vorkalibrierung. Ja, der EOTF, also hier drüben, dieser graue Graph, der geht jetzt nicht so steil hoch, wie er sein sollte. Aber das ist standardmäßig auch jetzt unbedenklich. Wir sehen jetzt hier dieselben Werte, die wir hier vorhin hatten, 166 Nits Maximalhelligkeit. Also das ist soweit jetzt relativ unspektakulär. Ja, wie gesagt, bei HDR lege ich mittlerweile meinen Fokus deutlich mehr darauf, dass wir uns den Farbraum anschauen, weil das gibt mir einfach ein Gespür dafür, wo wir uns dort bewegen. Und hier gibt es ein wunderbares Messchart. Hier richten wir uns hier drüben nach dem C-Chart. Und der fragt jetzt hier einfach ab, wie viel von diesem Gamut, also dieser Farbraum, wird vom Beamer umgesetzt. Wir messen das mal eben schnell durch. So, wir sehen jetzt hier 84,98%. Das ist das, was der Projektor jetzt hier out of the box abdeckt von DCI P3. Das ist nicht wahnsinnig gut. Da legt ein 7000er noch mal ein paar Prozent drüber. Auch nicht so wahnsinnig viel besser, so bei 87-88%. Wo auch die JVC-NZ-Beamer sich einordnen. Der NP5 ist ja noch mal deutlich besser, weil es mit der Lampe schlichtweg einfacher ist, hier zu arbeiten im erweiterten Farbraum. Aber jetzt haben wir halt beim 5000er keinen Filter. Ich werde jetzt auch gleich mal gucken, ob ich das durch eine Kalibrierung nochmal optimieren kann. Wir können mal kurz den Spaß machen. Ich zeige mal was im Menü. Vorher fällt mir nochmal eine Idee ein. Wir gucken uns mal die Color Sweeps an.
Das bedeutet, wir lassen den jetzt mal hier durchmessen. Wie ist jetzt die Saturation, sprich die Genauigkeit zum Beispiel bei Rot, bei 20, 40, 60, 80? Dafür auch hier wieder Licht aus. Und diesmal können Sie gern wieder mit auf die Leinwand schauen. Jetzt sehen Sie gerade noch nichts. Jetzt sogar bei der richtigen Messung. Geht nochmal los. So, das ist ein typisches Thema bei den Laserbeamern, die ich demnächst hatte, dass bei Rot einfach die volle Farbsättigung nicht erreicht wird. Typisch ist wiederum, dass die bei Blau kein Problem haben, was aufgrund der Lichtquelle kein Problem oder kein Wunder darstellt. Magenta ist normalerweise stärker verschoben, das passt hier ganz gut. Cyan sowieso auch, Gelb minimale Welligkeit, alles soweit im Rahmen. Aber man merkt halt, ich mache jetzt wieder ein bisschen Licht, man merkt halt schlichtweg hier, das ist ein Riesenthema, dass sie bei Rot nicht auf die 100% kommen. Bei Grün überrascht es nicht wahnsinnig, das ist auch beim Lampenbeamer nicht viel besser. Aber hier Rot ist ein großes Thema und vor allen Dingen hier die Homogenität. Das ist ja noch ein bisschen untersaturiert. Und jetzt zeige ich Ihnen meine Idee von vorhin. Wir machen jetzt einfach mal einen Check. Das war nämlich bisher bei Sony so, wenn ich den dynamischen HDR-Kontrast-Enhancer hochsetze, dann zeige ich Ihnen mal, was passiert. Wir gehen jetzt hier wieder zurück auf, wo hatten wir es denn da beim Grayscale-Tracking? Ja, Programm braucht ein bisschen zum Laden. So, wir sehen jetzt hier den EOTF, der wird angehoben. Und bisher hat er auch viel bei den Farben gemacht. Da verweise ich auf ältere Tests vom VW 590 zum Beispiel. So, und da geht er jetzt einfach steiler. Was nicht heißt, dass es automatisch immer das Richtige ist, den so einzustellen. Aber man merkt auf jeden Fall grundsätzlich, welche Idee dahinter steckt, wenn man das hier mit dem hier vergleicht. Ich brauche ein schnelleres Notebook. Wobei ganz so deutlich sieht man es jetzt nicht. Hier im Menü, es geht hier um diese Geschichte. Das sieht man im Bild deutlicher wie jetzt hier auf der Messung. Aber wir können jetzt auch mal zum Spaß schauen, ob er so wie bei den vorangegangenen Modellen auch, dann hier an den Farben ebenfalls Hand anlegt. Messen wir mal. Nope. Sogar eher ein bisschen weniger. Jetzt gut, kann Messgenauigkeit sein. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Das Verhalten des dynamischen HDR-Enhancers hat sich gegenüber der Vorgängergeneration, Klammer auf, 590, 97, verändert. Also hier gibt es nicht mehr diese Tendenz, das Ganze aufzuhellen. Also, wir werden das Ganze jetzt dann mal kalibrieren. Und dann gucke ich mal, was wir genau bei diesem Messchart nach einer Kalibrierung hinkriegen und vor allen Dingen, ob er dann noch einen etwas größeren Farbraum abdeckt. Ich bin gespannt. Und da sind wir schon wieder. Also ich habe jetzt mal hier bloß Rot, Magenta und Blau nachgestellt. Der Rest kommt jetzt mal grob hin. Es geht jetzt hier nicht um die ultraperfekte Kalibrierung, sondern das Gerät mal kennenzulernen. Hier nochmal der Vergleich zum Out-of-the-Box-Zustand. Also man sieht hier, dass er einfach Rot untersaturiert hat, dass er bei Magenta weggedriftet ist und Blau war nicht ganz perfekt, aber nichts Dramatisches. So. Der entscheidende Punkt ist aber, dass hier drüben der 100% Max-Punkt bei Rot einfach immer noch da geblieben ist, obwohl ich Rot etwas intensiviert habe von der Saturation. Deswegen glaube ich nicht, wenn wir jetzt mal hier das Licht wieder ausmachen und dann hier nochmal den Gamut-Test machen, dass wir hier jetzt ein noch viel besseres Ergebnis bekommen. Gucken wir mal, geht ja relativ schnell. Ich glaube 84,7, 85,0, okay, ist ein Hauch besser. Ja, aber im Rahmen der Messgenauigkeit. Ja, wie schon vorhin vermutet, darf ich präsentieren die Achillesferse. Tja, ich hoffe, dass das für Sie ein ebenso vertrauter wie schöner Anblick hier ist in unserem Ultimate Line Referenzheimkino, wo es sich da drüben der XW5000 gemütlich gemacht hat.
bei Ausnutzung seines maximalen horizontalen Lenkschiffs. So, der steht nämlich dann neben mir und so kann ich nämlich hier schön Platz nehmen und Ihnen hier auf der Leinwand zeigen, was es Schönes zu bewundern gibt. So, jetzt komme ich mal von hinten von der Kamera hervor, aber keine Angst, so erkennen Sie natürlich gar nichts auf der Leinwand. Deswegen werde ich hier gleich mich mal wieder mit dem Handy ausstatten und für Sie das Ganze zusätzlich noch hier vom Sitzplatz aus aufnehmen. Da können wir das im Splitscreen-Verfahren machen. Vorher möchte ich Ihnen noch mal kurz hier einen Effekt beim Projektor demonstrieren, was die Lautstärke betrifft. Wir haben jetzt hier momentan Laserlight-Setting bei 100% und am Anfang habe ich gedacht, Mensch, was ist denn das für ein lautes Gerät? Irgendwie saß ich in einem ganz ungünstigen Winkel so vor dem Projektor, als ich ihn erst mal ausprobiert habe. So, Sie kennen das, man kriegt etwas und da geht es uns Händlern teilweise auch nicht anders. Man freut sich wie ein kleines Kind, reißt das Ding auf, schmeißt ins Spielstudio, bei uns zumindest. Und irgendwie saß ich in einem blöden Winkel. Und es gibt irgendwo eine Stelle, wo ich den Eindruck habe, ich höre einzelne Lüfter bei dem Gerät hinaus und habe gleichzeitig ein tieffrequentes und ein etwas höherfrequentes Surren. Das ist jetzt hier jetzt aktuell nicht mehr der Fall, aber bei bestimmten Konstellationen aus Sitzplatz und Einstellung der Helligkeit, sage ich nach wie vor, ist das Geräusch zwar nicht lauter, wie man es von vorherigen Generationen kennt, aber auf der anderen Seite auch nicht leiser und gleichzeitig klingt es eher etwas vielschichtiger und nicht ganz so breitbandig rauschig. Aber ist jetzt Detail. Was aber kein Detail ist, ich probiere das jetzt mal hier mit dem Mikrofon einzufangen. Das sind jetzt 100%. Im Übrigen, der Projektor, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, der saugt die Luft vorne an und gibt die hinten aus. Also anders, wie wir es vorher hatten bei dem VW95, da ist es, wenn da so auf dem Tisch steht wie hier, vorne rechts ziemlich heiß rausgekommen. Hat Vorteile, wenn Sie den Projektor direkt an der Wand platzieren, um durch ein Projektionsglas dann durchzustrahlen, weil dann die warme Luft nach hinten abgegeben wird. Gleichzeitig ist aber auch von Nachteil, und das betrifft wahrscheinlich den Gros der Leute, wenn er ganz klassisch frei im Raum hängt, nur und hinten eine Wand kommt. Gerade bei dem Beamer, wo man wegen dem geringen Zoom-Bereich sowieso von der Tendenz weiter nach hinten gehen muss, da kann ich nur empfehlen, nicht press hinten auf die Rückwand gehen. Man muss sich auch nicht ganz an die sehr großzügigen Platzbedürfnisse der Bedienungsanleitung orientieren, aber so 5 cm sollten es für die langfristige Gesundheit von dem Projektor durchaus sein, der nämlich ohnehin die Tendenz hat, nicht wie vorherige Generation schon bei 80% eine Lüftungsstufe runter zu regeln. Ich zeige das gerade mal, sondern das kommt hier noch weiter unten erst. So, wir sind jetzt hier bei 100%. Und Sie hören es hoffentlich. Da tut sich nichts wahnsinnig viel. Ich gehe jetzt mal kurz unter die 70. Es ist schwierig einzufangen. Auf jeden Fall war es bei den vorherigen Generationen deutlicher mit dem Runterregeln der Lüftung. Im Gegenzug ist es nämlich auch so, dass die Sonys, ich will nicht sagen hysterisch, aber schneller mit dem Lüftungsniveau hochgehen. Zum Beispiel bei hohen Temperaturen oder wenn er ein bisschen beengt irgendwo installiert ist. Sprich, da haben wir mittlerweile festgestellt, dass ein N5 zum Beispiel relativ stoisch einfach stur seine Temperatur, nicht seine Temperatur, sondern seine Lüftungsintensität hält, selbst wenn es drumherum wärmer wird. Nachteil, das Gerät wird dadurch mehr beansprucht. Vorteil, es bleibt halt bei einem Geräusch, während die Sonys dann mitunter wie so ein Föhn hochdrehen, wenn sie in einem Dachstudio sitzen und das Ganze dann weit über die 30 Grad im Raum und beim Beamer dann eben dementsprechend noch wärmer wird. So, ich bringe jetzt mal eben kurz hier mein Handy in Stellung. Dann können Sie nämlich hier meine Eindrücke nochmal besser miterleben, als das jetzt über die normale Moderationskamera der Fall ist. Wir werden jetzt auch mal das Licht schön runterdimmen. Ha, das sieht doch hier toll aus, was so ein iPhone alles kann. Ich bin jedes Mal, nicht jedes Mal, aber oft positiv überrascht. So, zum Thema Überraschen. Es gibt hier ein, zwei Dinge, die gefallen mir gut. Eine Sache fällt mir jedoch negativ auf. Ich wechsle mal hier kurz zu einem anderen Titel, um Ihnen das Phänomen zu zeigen. Es geht um die Bildschärfe.
vorab formuliert, die Bildschärfe ist okay, aber für mich jetzt nichts, wo ich hier in Freudenströmen oder wie sagt man, in Freudentränen ausbreche. Denn wenn wir zum Beispiel mal hier diesen tollen Film nehmen, Sully, und wir zoomen da mal ganz nah ran, ja, dann ist das hier gut. Also ich will das nicht kritisieren, die Bildschärfe in der Mitte ist gut. Da kann man nichts dran aussetzen, klar geht's besser, aber das ist völlig okay. Der Grund, warum ich sage, dass wir in der Gesamtheit so anständig sind mit der Bildschärfe, aber jetzt aus meiner Sicht nicht auf Referenzniveau. Das Thema hatten wir vorhin. Ja, jetzt muss der arme Gatsby dran glauben, den schauen wir uns nachher auch nochmal an. Probieren Sie jetzt mal hier, das eindeutig abzulesen, was hier dran steht. Also man merkt es bei solchen Ansichten wie hier, das ist dann ähnlich auch beim Gamen, wenn man da irgendwo, was weiß ich, eine Cockpit-Anzeige oder sonst was hat, dann hat man hier einfach die Tendenz, dass an der Seite der Fokuspunkt nicht mehr 100% passt. Allerdings, so viel nehme ich vorweg, muss das jetzt nicht automatisch auch das Filmvergnügen maßgeblich beeinflussen. Was mir hier positiv auffällt, zum einen die Helligkeit. Jetzt hat man hier gerade diesen Ad Astra, ich hole den mal wieder in die Mitte. Der Beamer hat Power. In der Preisklasse, es ist jetzt nicht eine andere Dimension wie das, was vorhin 590er hier auf die Leinwand gezaubert hat zum Beispiel. Aber man merkt doch nochmal eine extra Portion Helligkeit und die nimmt man gerne mit. Und zum Zweiten, gerade wenn man wie jetzt hier viele verschiedene Cover auf dem Leinwandmaterial sieht, muss ich sagen, der Punch ist da. Das ist das, was ich bei Sony wahnsinnig schätze, dass der Projektor nie verlegen ist, eine schöne Inszenierung zu machen. Und das jetzt nicht in einer Weise, wenn man den Beamer richtig konfiguriert, die jetzt unnatürlich wirkt. Also es sieht einfach richtig gut aus, wenn wir mal das Thema mit Bildschärfe am Rand mal wegdenken. Und ich zeige mal hier eine Szene, die den Sony dort abholt, wo er richtig gut spielt. So, das ist jetzt hier noch ein bisschen zu dunkel. Die Thematik werden wir später nochmal erörtern. Kurzer Spoiler, er sumpft mir ein bisschen zu sehr ab vom Tone-Mapping im dunklen Bereich. Aber um jetzt hier mal wirklich den Beamer von der Schokoladenseite zu präsentieren, und dafür spule ich jetzt ein bisschen vor, dieses Geplänkel hier beim Frühstückstisch ist zwar ganz nett, aber nicht der Punkt, den ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte. So, hier, Freizeitparks sind immer toll, Achterbahn wunderbar und die Sonne strahlt und die Dynamic HDR Enhancement Funktion um die Wette. Die steht nämlich auf High. So, das hier muss ein bisschen drüber aussehen, das ist richtig. Aber wenn wir jetzt diese wunderbaren Schwenks haben, hier bei Tageslicht mit den schönen warmen Farben, der Beamer macht ein Granatenbild. Kein Mensch, der das hier sieht, wird irgendwie sagen, boah, da gibt es doch was zu mäkeln. Und hier sieht auch kein Mensch, dass er jetzt ein bisschen unschärfer ist. Das ist hier unrelevant. Muss man ganz klar sagen. Da habe ich zwar höhere Ansprüche, aber ganz ehrlich, hier würde kein Mensch jetzt was vermissen. Der Beamer hat diese punchigen Farben, diese satte Saturation. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd formuliert. Diese intensive Farbsättigung, die jetzt hier nicht übertrieben ist, muss man bei der Kalibrierung wissen, was man macht, dann funktioniert das ganz gut. Und mit dem hochgezogenen Dynamic HDR Enhancer, der jetzt nicht anfängt, irgendwelche Farben oder Gesichtstöne ins Extreme zu ziehen, haben wir jetzt auch bei solchen Nahaufnahmen, wie wir es jetzt gerade hier haben, eine natürliche Kolorierung. JVC ist eher noch mal ein Hauch zurückhaltender, geht ins Natürliche. Der Sony packt gerne noch mal ein bisschen was drauf. Aber das gefällt den meisten Leuten besser wie es andere, muss man ganz klar sagen. Und so wie hier, ja, das ist einfach ein klasse Bild. In der Mitte ordentliche Bildschärfe, da ist sowieso meistens der Fokus. Und vom Processing her keine Artefakte jetzt hier in dieser Szene zu sehen. Er baut auch eine gute Bildtiefe auf durch diesen wunderbaren In-Bild-Kontrast. Wirklich fantastisch. So, jetzt möchte ich mal... So, jetzt nehmen wir eine ganz andere Szene. Sie wissen, was jetzt kommt? Die Verhörszene von Oblivion. So, jetzt muss man fairerweise sagen, das ist sowieso eine Beamer-Killer-Szene. Aber bevor wir jetzt den Beamer etwas kritisieren, gehen wir hier mal ran. Reality Creation. Funktioniert auch bei 4K hervorragend. Im Übrigen sehe ich gerade, das Handy macht hier eine brutale Farbverfälschung. Hier ist ein Grünstich drin. Das ist nicht so funktioniert.
Vorhin habe ich es noch gelobt, gell? Also Thema Detailrausarbeitung mit der Reality Creation hervorragend. Aber ich möchte hier ein bisschen über das Thema Schwarz sprechen. Das hier ist einfach eine super fiese Szene für einen Projektor. Denn wir sehen hier drüben diese kleine rote Fläche, die das Glimmen einer Zigarre oder Zigarette, ich bin mir gerade nicht sicher, bin kein Raucher, aber auf jeden Fall sieht man hier dieses Glimmen und eigentlich sollte nur das zu sehen sein und der Rest ist 100% schwarz. Und da geht er nicht diese letzten ein bis zwei Stufen in den Schwarzkeller hinab. Das macht der eine oder andere JVC-Beamer ein Stückchen besser. Nicht so, dass jetzt ein Großteil der Leute, die jetzt so einen Beamer anschauen, hier irgendwas zu mäkeln hätten. Ganz im Gegenteil, im Vergleich, und das macht der Beamer übrigens auch sehr gut, aber da war ich jetzt zu langsam, also diese Differenzierung der drei Strahlen. Aber gerade im Vergleich zu einem LCD-Projektor oder den ganzen DLP-Einschipplern, die am Markt unterwegs sind, ist das hier sehr gut vom Schwarz. Wer extremer Schwarzwert-Freak ist, wer sehr viel Wert legt auf die Bildtiefe in komplett schwarzen Szenen, zum Beispiel hier, ja, da sumpft der zum einen ein bisschen ab und zum anderen ist halt auch das Maximalschwarz nicht so dunkel, wie man es von anderen Projektoren kennt. Ich möchte wetten, den Titel, den ich mir jetzt raussuche, den kennt wahrscheinlich kein Mensch, übertrieben formuliert. Ich stehe auf so leicht trashige Halloween-thematisierte Horrorfilme und der hier hat zu meiner Freude auch noch ein bis zwei Szenen drin, die HDR-mäßig richtig Spaß machen. So, das Thema Schwarz hatten wir vorhin schon zu Genüge. Das möchte ich jetzt nicht nochmal thematisieren, sondern das HDR-Processing. Es ist besser als bei den Vorgängergenerationen, weil er nämlich trotz dem HDR in dem hohen Modus, ich kann es mal zeigen, hier steht er jetzt auf High. Trotzdem macht er jetzt hier das Bild nicht so hell, wie ich es jetzt bei der Vorgängergeneration teilweise kenne, dass er dann eben in dunklen Szenen auch zu hell ist. Und hier hat man dann noch einen sehr guten HDR-Effekt, weil diese Helligkeit, die der Beamer bietet, einfach jetzt hier bei den Rückleuchten zum Beispiel, richtig gut zur Geltung kommt und wahnsinnig viel Spaß macht. Gleichzeitig bin ich aber auch der Ansicht, dass die zusätzliche Konfigurierbarkeit bei JVC mir als professionellen Installer noch mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, Ihnen, Ihren Projektor, noch mal richtig zu kalibrieren. Aber auch der JVC kriegt die Helligkeit, die wir jetzt hier jetzt gerade haben, in diesem Buch, die kriegt natürlich auch in JVC nicht hin. Da hat der Sony schon durch diese Aggressivität im Processing die Möglichkeit, hier mehr Spektakel zu machen. Wenngleich man aufpassen muss, wenn man es übertreibt, geht die Farbsaturation so ein bisschen verloren obenrum, sprich dann wird es ein bisschen zu blass. Dann ist es einfach nur hell, aber so die Farbkräftigkeit geht dann ein bisschen verloren. Ist aber auch nur in Extremen oder in einigen Sequenzen nichts, was jetzt einen normalen Anwender wirklich auffällt. Und irgendwann kommt natürlich das Thema Clipping. Ja, wenn ich jetzt ganz sensible Sequenzen habe, zum Beispiel jetzt hier, wenn man, na, muss mal gucken, ob ich jetzt da was erwische. Das war jetzt ein bisschen, wir nehmen was anderes. Moment. So, wenn wir jetzt hier Shazam angucken. Ich nehme immer sehr gerne hier diesen Blitz als Referenz für das Tone Mapping. So, natürlich hat das Handy jetzt auch noch so seinen eigenen Effekt, weshalb ich jetzt erstmal das so ein bisschen zähmen muss. Ah, jetzt liegen wir ungefähr auf dem Niveau von dem, was ich jetzt hier auf der Leinwand sehe. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir sind jetzt hier in dem Dynamic HDR Modus High unterwegs. Und jetzt stelle ich den mal auf Middle, Low und Off. So, und man merkt jetzt eigentlich, dass nur eine viel kleinere Fläche auf dieser leuchtenden, ach keine Ahnung, Gewitter, Blitz, irgendwas, Applikation auf seinem Superheldenanzug. Also eigentlich leuchtet er ja nur ganz dezent in der Mitte, so ein bisschen. So, und wenn ich das hochstelle, dann wirkt sich das halt eben auf die umliegenden Bereiche raus. Das heißt, das, was jetzt nicht 100% hätte auf der Scheibe, wird jetzt auch noch mit hochgezogen. Das heißt, er zählt jetzt auch die Bereiche, die 90, die 95, die 85% haben, zieht er halt eben mit hoch. Und das nennt man dann Clipping, weil dadurch hat man Details verloren. Das ist ein Effekt,
Den gibt es natürlich nicht nur bei Sony, sondern auch bei zum Beispiel JVC. Nur kann ich dem dort ein bisschen besser entgegentreten durch die Einstellmöglichkeiten. So, und da sind wir wieder zurück bei unserer Filmauswahl und ich picke mir hier den Gatsby raus. Denn ich möchte Ihnen zum Abschluss nochmal was zeigen. Mit einem SDR-Titel. So, da sind wir schon in der Szene. So, und hier muss ich sagen, Begeisterung pur. Wir gucken jetzt der guten Dame mal wirklich hier ins Gesicht. Ganz ehrlich, das ist doch einfach famos. Ich schalte jetzt mal nebenher die Reality Creation noch dazu. Sehen Sie, was hier passiert? Natürlich gibt es Leute, und dazu zähle ich mich auch bei manchen Titeln, denen es ohne Reality Creation im Sinne einer Natürlichkeit besser gefällt. Wenn Sie jetzt aber einen Film anschauen, der einfach so ein bisschen schmierig ist, wo Sie sich so ein bisschen mehr Crispiness im Bild wünschen, tada, und ich glaube, die ist jetzt hier noch relativ hoch eingestellt mit 50, ich empfehle meistens so, ja, je nach Installation so 20 bis 30, ich bleibe jetzt hier mal ein bisschen größer, dass es im Video besser zu sehen ist. Und das Schöne ist, auch wenn wir jetzt nochmal hier auf die Gesamtheit zurückgehen, das wirkt dann im Standbild super scharf. Und damit meine ich jetzt nicht die Frau, sondern ich meine, weil die Frau natürlich nett ist, aber ich meine damit die Qualität der Wiedergabe. Kein Mensch denkt hier noch über Randbereiche, die nicht so ganz scharf sind. Das ist technisch leider so. Aber hier ist einfach Party angesagt. Das ist ein kontrastreiches, helles Bild, welches mit der Reality Creation sehr gut aufgewertet wird. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, das kann ich ja auch noch mal kurz jetzt visualisieren, dass man hier, wenn man den Vergleich mit JVC anstrengt, die Kirche auch im Dorf lassen muss. Wieso läuft jetzt Motion Flow nicht? Jetzt bin ich gerade überrascht. Das ist doch... Bin ich jetzt im... Ah, ich bin im Input-Lag-Modus. Genau, den schalten wir mal ab. War noch vorhin von der Messung drin. Zack, schon gedacht, das läuft doch nicht mit 60 Frames. So, Motion Flow schalten wir jetzt ein. Also, zur Reality Creation im Vergleich zu JVC. Ja, sie ist bei manchen Dingen einen Hauch besser. Es gibt allerdings auch Effekte oder manche Bildelemente, wo eine richtig eingestellte MPC-Algorithmik bei JVC auch so ihre Vorteile hat. In der Summe sehe ich da Sony trotzdem leicht vorne. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, die Reality Creation alleine macht jetzt den Beamer gut. Das hat JVC auch gut im Griff. Umgekehrt sehen wir jetzt hier die Bewegungsinterpolation, sprich das Glätten, auch gerade bei solchen Kameraschwenks. Das macht er auch gut, der Sony. Bei anspruchsvollen Sequenzen gelingt es dem JVC hier aber auch nochmal einen Ticken besser zu sein. Sprich, da hat jeder so seine Schwerpunkte, wo nochmal ein Hauch besser ist. Generell ist das Niveau aber sehr gut, gerade im Vergleich zu anderen Projektoren. Zum Beispiel meiner Meinung nach traditionell ein Thema bei Epson, dass das Thema Processing, wenn wir Richtung Frame Interpolation oder eben dieses Nachschärfen jetzt hier mal nennen, dass das bei Epson traditionell etwas ist, wo man schnell so einen ablenkenden Effekt mit drin hat. Zumindest nehme ich das so wahr. Und da sind wir hier bei dem Beamer grundsätzlich auf sehr hohem Niveau unterwegs. Es gibt ein paar Dinge bei dem Projektor, die stören mich wirklich richtig. Aber ich probiere mich davon zu entkoppeln und jetzt nicht meine persönliche Meinung, ob ich mir den jetzt privat kaufen würde, hier drauf zu legen, und versetze mich in Ihre Situation, wenn Sie eine ganz andere Konstellation haben. Hier für so ein restlichtoptimiertes Heimkino, wo ich persönlich einfach mit meinem Herzen dabei bin und sage, Breitbildleinwand. Mich stört diese Geschichte ja wahnsinnig. Ich gebe es ehrlich zu. Trotzdem ist der Gesamtbeamer, und ich werde es jetzt auch nicht weiter erwähnen, Sie haben es jetzt ein paar Mal gesehen, trotzdem ist der Gesamtbeamer als Package so gut, dass ich ihn in meiner Firma anbieten werde. Was wir beim 290er nicht gemacht haben, weil er meiner Meinung nach, als er rausgekommen ist, preislich zu nah am wesentlich ausstattungsreicheren 590er war. Aber der ist ansonsten für viele Kunden ein tolles Package. Er ist bei der Reality Creation für 2K-Material die Referenz, ist bei der Bewegungsinterpolation, das ist ja auch vielen Kunden wichtig. Auch nicht mein persönlicher Geschmack, aber
wenn Ihnen das wichtig ist, dass es gut glättet, er macht es gut. JVC noch einen Tag besser, aber der ist in Sichtweite. Das kann man auch so lassen. Das HDR-Tone-Mapping ist ebenfalls gut. Kontrast macht Spaß, Schwarzwert ist okay. Nicht ganz auf dem Niveau wie ein JVC, der meiner Meinung nach immer noch das komplettere Package bietet, aber wir haben halt hier einen Projekt, der nochmal einen Tacken günstiger ist. Er ist dabei auch noch mal ein bisschen heller. Er ist auch schneller. Das darf man nicht vergessen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Heimkino-Enthusiasten völlig zweitrangig. Stellt mal die Lip-Sync-Funktion ein bisschen anders ein. Dazu kriegen Sie auch nochmal Tipps in dem Onus-Video. Aber gerade wenn Sie damit zocken und hier teilweise auf 20 Millisekunden unterwegs sind und gerade beim Gamen können Sie hier noch mehr von den dynamischen HDR-Funktionen nutzen, wo Sie bei JVC alles abschalten müssen und sind trotzdem noch langsamer als der. Da kommt hier natürlich ein großer Vorteil ran. Man muss halt gucken, ob man mit der Bildschärfe klarkommt. Aber im Wesentlichen kann ich mir vorstellen, dass es viele Kunden gibt, die mit dem 5000er viel Spaß haben werden. Er ist auch ein bisschen kompakter, muss halt gucken, ob der von der Lens-Shift und von der Zoom-Variabilität reinpasst. Und dann ist das ein Projektor, wo man unterm Strich, wenn Sie mit den Eigenschaften klarkommen, wirklich gut Film schauen kann oder zocken kann, je nachdem. So viel in aller Kürze. Wir beraten Sie individuell. Sie werden bei mir nicht an einen Verkäufer verwiesen, außer ich bin vielleicht mal irgendwo unterwegs und einer springt ein, wenn Sie es eilig haben. Aber im Normalfall haben Sie mich am Telefon und da können wir zusammen gucken, schicken Sie uns Bilder von Ihrem Hörraum, welcher Projektor am besten passt. Und Sie haben bei uns den großen Vorteil, dass ich die Beamer bei uns alle selber kalibriere. Ich bin PVA und ISF zertifiziert und ähnlich wie Sie es in dem Video gesehen haben, gucke ich dann, dass man den auf Ihre Bedingungen gut einstellen. Und natürlich habe ich es jetzt ein paar Mal in dem Video erwähnt. Bitte sehen Sie es mir nach. Es ist nur für uns ein großer Aufwand, das zu produzieren. Und wir sind komplett unabhängig. Wir erlauben uns Kritik. Sie haben es in dem Video gemerkt. Lassen uns da nicht irgendwo gegenfinanzieren. Probieren das nicht mehr probieren. Wir gehen das seriös an und sind halt dankbar, wenn der ein oder andere Kunde uns seine Gunst schenkt, sodass wir dann hier miteinander Spaß haben, Ihnen den passenden Beamer rauszusuchen. Und vielleicht ist es ja der XW 5000. So viel von mir. Und falls Sie noch nicht Abonnent sind, da lohnt sich ein Klick, wie immer unten auf die entsprechenden Buttons. Dann verpassen Sie nicht, wenn wir zukünftig auch weitere tolle Projektoren testen und die dann mit dem hier vergleichen. Bis dahin, viel Spaß noch auf YouTube. Tschüss.